Hey Leute, was geht ab euch und willkommen hier zu einer 29 Uhr Folge. Willkommen zu FIFA 20 Mobile. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich hatte heute Vormittag bereits Ich bewerte eure Teams hochgeladen. Des Weiteren gab es heute Nachmittag einen FIFA Mobile Livestream. Der war wirklich mega, mega nice. Deswegen bedanke ich mich hier nochmal bei der gesamten Hashtag Apex Army. Dort haben wir auch unter anderem ja unseren Milinkovic Savic jetzt geholt. Wieso ich den genommen habe, der ist halt 2,2 Meter groß und die Größe eines Keepers in FIFA Mobile ist halt wirklich sehr, sehr, sehr wichtig. Und wenn wir halt in die Top 50 oder Top 100 reingucken, bei den besten FIFA Mobile Spielern, da ist dieser Spieler, da ist dieser Vanja Milinkovic Savic als Keeper sehr oft vertreten. Was ich überhaupt nicht verstehe, bei mir ist leider der Bug immer noch da. Ich habe einen Gulagi, Leute. Und ich möchte die zwei Ränge, die mein Peter Gulagi hat, auf Milinkovic Savic übertragen. Es funktioniert aber nicht. Ich weiß nicht, wieso das so ist, Leute. Wenn ihr irgendwie einen Lösungsvorschlag habt, schreibt ihn mir gern unten rein in die Kommentare. Aber ich habe schon wirklich eigentlich alles probiert. Ich habe eine Aufstellung, ich habe eine zweite Aufstellung gegründet. Siehste, da kann ich die hier direkt mal löschen. Ich habe, ja wirklich, ich habe den entsperrt, gesperrt, alles, Leute. Ich habe wirklich alles gemacht. Und wo ich hier gerade Instagram sehe, ich habe heute direkt, während dieser 20 Uhr Folge habe ich einen neuen Instagram Post gemacht. Wieder einen FIFA Mobile Meme, Leute. Ich mache immer im Wechsel FIFA Mobile Meme, FIFA Mobile Meme, Real Life, FIFA Mobile Meme, Real Life. Mache ich immer im Wechsel, jeden Tag ein Foto, das habe ich mir vorgenommen. Schaut vorbei, PAX United 96. Ja, und dadurch habe ich ja jetzt auch die 121er Gesamtbewertung leider, weil ja halt mein Milinkovic Savic A keine Ränge hat. Bedeutet, ich hätte ja 122 mit den zwei Rängen mit Milinkovic Savic. Ne? Kann ich aber derzeit leider nicht holen und die 7 Gesamtbewertungen fehlen halt noch. Und genau, und ich wollte ja Gulagi verkaufen für 20, 30 Millionen und die Münzen dann einsetzen, um Milinkovic Savic hochzutrainieren. Können wir auch erstmal jetzt hinten anstellen, weil ich werde jetzt Gulagi nicht verkaufen, dann sind ja die Ränge weg und das macht keinen Sinn. Welchen Spieler ich verkauft habe, ich hoffe, dass der schon weggegangen ist, so sieht's aus. Suat Serdar, 96er Spieler, den haben wir vorhin gemeinsam auf den Transfermarkt gestellt, er ist weggegangen und ich habe jetzt 15 Millionen Münzen. Bam, Faust in die Facecam. Ja, darauf hat sicherlich jeder gewartet, Leute. Ich habe England abgeschlossen, Italien abgeschlossen, Frankreich abgeschlossen, Spanien abgeschlossen, Deutschland, Westeuropa leider noch nicht, Südamerika noch nicht, Nordamerika abgeschlossen, Osteuropa noch nicht, Nordeuropa noch nicht, Pazifik noch nicht, West der Welt habe ich noch nicht abgeschlossen und Legenden-Part habe ich noch nicht abgeschlossen, Neuankömmlinge habe ich abgeschlossen. Ich denke mal, also mein Genickbruch war es da, sage ich mal so, dass ich gestern Abend, ich wollte am Freitagabend, wie gesagt, zocken. Ich habe auch gezockt, wirklich, sehr viel. Dann wollte ich aber halt mich noch ins Bett legen und da halt im Bett noch weiter zocken. Ich gucke meistens abends im Bett noch Twitch-Livestreams und da habe ich halt einen Twitcher verfolgt, einen Twitch-Streamer, hatte ich einen Livestream angemacht und nach 5 Minuten bin ich weggeratzt, Leute. Da war PAX Trader im Schlummerland. Daher bekommen wir sicherlich erst, hoffentlich morgen, Zinedine Zidane, Leute. Morgen gibt es übrigens auch eine neue Folge der Hertha BSC Trainerkarriere, kann ich euch jetzt schon sagen. Und man munkelt, mein Bruder PAX United lädt auch ein geiles Video hoch, direkt frühs. Nein, doch. Und darauf wartet ihr jetzt sicherlich alle, ne? Ich warte auch selbst drauf, muss ich sagen. Ja, wir bekommen hier 30 Splitter, wir bekommen 500 VIP-Punkte, die sind eigentlich egal. Und eventuell einen Maximilian Eggestein. Und wenn wir in den ersten 1, 2, 3 angebotenen Eggestein bekommen, dann raste ich hier aus. Ich sage es euch so, wie es ist. Ich habe ein paar FIFA-Points, ich habe ein paar Gems-Punkte. Abfahrt, Leute. Ich habe Bock drauf. Ich denke mal, bis zum 4. Angebot werden wir alles kaufen. Also bis zu den Münzen hier. 5. Angebot dann mit einem Luis Suarez. Keine Ahnung. Die Karte sieht schon extrem geil aus, ne? Luis Suarez. Wie macht er so? Irgendwie so auf jeden Fall. Ja, aber ich habe ja einen Dybalski im Sturm, ne? Und Dybalski kann ich halt nicht ersetzen. So, wir starten mit dem ersten, würde ich sagen, Leute. Osterpack Nummer Uno. Und nicht... Nein, da ist kein Eggestein drin. Schade, Mann. 50 Splitterpunkte bedeutet, ich könnte rein theoretisch noch 2 Ränge erhöhen von 2 Spielern, die auf Rang 2 sind. Ich brauche ja jetzt 25 Splitter pro
Spieler, der auf Rang 2 ist, glaube ich. So, 150 Skillboost-Karten. Jetzt muss ich kurz ausrechnen, wie ich das am besten mache. Danach kostet es 1000. Entweder hole ich mir das jetzt... Ja, ich hole mir hier das mit FIFA-Points, das nächste mit Gems und das nächste wieder mit FIFA-Points. So mache ich das, Leute. Zweites Pack. Bitte wünscht mir Glück. Es kann ja jetzt hier... Leute, es kann am Ende ein Eggestein da sein. Weil gerade bei den Skillboosts sieht es halt so aus. Hier nochmal Skillboost, nochmal Skillboost, nochmal Skillboost, nochmal 20, 10. Ich habe jetzt nicht mitgezählt. Ist Eggestein noch dabei? Nein, er ist nicht dabei. Ah, schade, Mann. Irgendwie, mein Puls ging echt gerade wirklich ein bisschen hoch, Leute. Real Talk an dieser Stelle. Was gibt's jetzt? Jetzt gibt's, glaube ich, Korbpunkte und danach Münzen, ne? Ja, Korbpunkte, 75 Stück, nehme ich mit. Und einen Eggestein würde ich auch sehr gerne mitnehmen, EA. Einen Eggestein würde ich auch sehr gerne mitnehmen. Let's go. Hohoho, Mann. 225 habe ich jetzt. Was soll denn das, EA? Wünscht mir doch mal Packluck, Mann. Wahrscheinlich, Leute, die Hashtag Packsami, die gerade bei der Live-Premiere dabei ist. Leute, haut doch mal Packluck rein jetzt hier in den Chat. Ich will einen Packluck-Spam sehen von euch. Haut mal raus jetzt, Mann. Leute, nur gemeinsam können wir jetzt die Eggestein bekommen. Letztes Pack. Letztes Pack für heute. 1,25 Millionen Münzen. Die schmecken zwar auch, aber ich würde auch gerne einen Eggestein noch mitnehmen. Ich würde noch gerne einen Eggestein mitnehmen. Das gibt's doch nicht. Eggestein, wo bist du? Mann, das ist unfassbar. 1,25 Millionen Münzen. Ja, die sind auch nice. Aber ich werde jetzt keine weiteren Packs mehr kaufen, weil die restlichen Packs, die jetzt hier sind... Leute, es ist mir doch zu teuer. Hier nochmal 5.000, nochmal 5.000, nochmal 7.500, nochmal 10.000 und dann hätte ich erst einen Eggestein, ne? Erst bei diesem Angebot, bei Oster-Special-Angebot Nummer 8, da hätte ich erst zu 100% einen Eggestein. Aber das ist mir dann doch deutlich, deutlich zu viel. Ich kaufe mir mal jetzt auf dem Transfermarkt nochmal diesen Meret, weil der ist der günstigste Keeper, den man so bekommen kann. Wofür? Richtig, ich kaufe mir den halt logischerweise für unseren Milinkovic-Savic. 1,3. Wer kauft den sich hier gerade auch? Wer kauft sich den hier gerade auch? Mann, frech ist das. Jetzt muss ich hier mehr ausgeben, oder was? Ich wollte doch nicht mehr als 1,5 ausgeben hier. Hier 1,7. Nee. Das ist mir zu viel. 1,5. Okay, dann kann ich doch nochmal ein bisschen runtergehen hier mit dem Preis, ne? Mache ich 1,5. Okay, jetzt habe ich 15 Millionen. Ja, moin. Eins weg. So. Hier kann man die dann mitnehmen. 1,5. Ja, komm, das ist in Ordnung. Nehme ich mit, dass wir jetzt nochmal unseren Savic ein bisschen hochtrainieren. Ich kann nur zwei kaufen. Es gibt keine weiteren. Ja, moin, Alter. Meret. Hätte ich mir mal vorhin im Stream schon einige gekauft, ne? Weil da waren ganz viele, die ich hätte kaufen können. Jetzt habe ich zwei. Das reicht aus für eine Gesamtbewertung. Fast zwei, okay. So, dann haben wir ihn jetzt auf 92, unseren Milinkovic-Savic. Und Chemistry habe ich ja dann mit Zidane sicherlich die 230. Ansonsten muss ich mir was anderes noch einfallen lassen, wie ich das dann mache. Aber ich denke schon, dass ich mit Zidane, wenn hier nochmal eine Icon drinsteht, dann werde ich nochmal ein paar Chemistry-Punkte zusätzlich oben drauf bekommen. So, ich gucke nochmal ganz kurz. Vielleicht hat sich der Markt aktualisiert in der Zwischenzeit, sodass wir noch mehr kaufen können. Jawohl, das sieht doch gut aus. Das ist doch ein schöner Preis. Nehme ich nochmal zwei mit. Und wir haben die 10,1 Millionen Münzen und auch einen 93er mindestens. Ja, 93, fast auf 94 jetzt schon. Vielleicht ist der Bug aufgehoben, wenn ich einen Milinkovic-Savic als 99er habe. Weil ja ein Savic höher ist als einen Gulagi. Kann sein, muss nicht sein. Ich hoffe einfach, dass es EA ganz schnell fixt. Ach, und wir haben die 122er jetzt durch das Milinkovic-Savic-Upgrade. Wir hatten gestern zwar schon die 123er, ich weiß, aber da hatten wir ja auch noch die Ränge von Gulagi. Und wir hatten einen 98er Gulagi. Dass ich da jetzt erstmal, sage ich mal, in den Minusstand gerate, war mir klar, weil Milinkovic-Savic muss ich als halt erst hochtrainieren. Ich gehe rein in ein Versus-Angriff-Spielchen, DAX 09, und immer wenn ich diesen Zinedine Zidane sehe, denke ich mir, Dennis, bald hast du ihn auch. Die Frage ist, wann? Ich hoffe morgen. Ich hoffe auf morgen. Let's go, DAX. Ich werde dich abziehen, ich sag es dir. Abfahrt, let's go. Komm.
Sadio Mané auf dem Weg. Aber nicht mit den Türchen. George Best. Ey, das ist lächerlich schon wieder, ne? 15 Sekunden für nichts. 15 Sekunden für nichts. Dybala geht vorbei. Das war wichtig. Und Dybala macht das erste Türchen hier für uns. Der muss direkt ins Aus. Es ist ein Duell auf Augenhöhe, Leute. Normalerweise darf ich mich hier nicht beschweren, dass ich schlechtere Chancen hatte, weil ich sie ja nicht habe. Also, einfach so spielen, wie ich immer spiele. Also Weltklasse. Und dann das Spiel einfach gewinnen. Einfach gewinnen. Genau so, George Bestinelli. Und ab nach oben. Ab nach oben, diesmal nicht gefettfingert bei dem Steilpass. Und der ist drin, 4:3. Freistoß von Hullet. Freistoß von Hullet, er geht an den Pfosten. Och nein, ganz bitter, Mann. Die Freistöße muss man nutzen. Die Freistöße muss man reinhauen. Aber doch nicht so, alter Falter. An den Pfosten geknallter Ding. So, Mané. Dybala macht ihn nicht. Komm, komm, ab in die Mitte, Hullet, ab in die Mitte, Vlasic, wichtig, 6:5. Und ab in die Mitte, Dybala, Paulo Dybala, Junge. Oh, das gibt's doch nicht, 7:7. Ja, dieses Worst-Angriff, das raubt mir noch den letzten Nerv hier. Eine Chance noch. Mann, wieso gibt mir keine Chance? Yay, was ist da los schon wieder los hier? Und wahrscheinlich hat der Gegner das 9. gemacht, ne? Ja, es ist so lächerlich. Wer kennt's nicht, ne? Ich sag nur, Leute, guckt auf Instagram. Genau das gleiche habe ich vor 2 Tagen gepostet. Ohne Witz, ne? Hey, das war jetzt ganz komisch, Leute. Am Ende wurde doch das Tor abgezogen vom Gegner. What? Also es stand am Ende doch 8:8. Aber da war doch eben 8:9. Ich verstehe das schon wieder nicht. EA, was ist los bei euch? Was anderes kann ich nicht sagen. EA, was ist los bei euch? Was ist los bei euch? So, Chelsea FC 3:1:3. Ich spiele so lange heute, bis ich gewinne. Ich sag's euch, ich spiele so lange, bis ich gewinne. Chelsea FC 3:1:3 Bulbaland. 1.072.000 Fans. Puh. Ich hätte ja auch gegen den Gegner davor schon gewinnen können, ist ja klar. Hätte ich einfach den Freischuss mit Hullet reingemacht, hätte ich die 9 Tore gehabt. Und was war das? Kann mir sicherlich keiner beantworten, oder? So, Vlasic, jetzt hat schon mal schneller geklappt mit dem ersten Tor als im Spiel davor. Nochmal nach unten, Dybala. Und den macht er natürlich rein. Der muss auch rein. Alles andere wäre ziemlich, ziemlich uncool gewesen. Übrigens, die FIFA Mobile Arkin Fenwar Bestrafung, die mache ich morgen, Leute. Morgen in der 20 Uhr Folge am Sonntag. Nur, dass ihr Bescheid wisst, da haben wir auch schon ein paar nachgefragt gehabt. So. Ja, Ecke geht nicht rein. Ich liege 2:4 hinten. Läuft bei uns. 2:5. Läuft bei uns. Genauso habe ich es mir vorgestellt, Kipo. Kipo Mipo 3:6. Als ob ich das Spiel jetzt hier nochmal verliere. Ja, er hält den Freistoß. Ja, ist doch vollkommen klar. Es ist doch vollkommen klar. Die nächste Niederlage. Es ist so schön. Versus Angriff. Und ich krieg die Niederlage. Du kannst null singen, das sage ich dir. Aber ich find dich einfach geil. Und alle guten Dinge sind 3. Sind alle guten Dinge 3? Also bis jetzt merke ich keine Steigerung von Savic oder so. Milinkovic, Savic. Ja, der Keeper hat einen 100er Donnarumma. Leute, ich könnte schon wieder ausrasten. Mein Salzgehalt steht schon wieder ganz oben hier. Meine Herren, du. Ja, jetzt hat der Gegner ein paar bessere Chancen, weil er halt noch 240 Chemistry zusätzlich hat. Ganz tief durchatmen. Wieso schießt der denn nicht gleich? Ein Glück ist der Ball reingegangen, ne? Ansonsten hätte ich mich hier schon wieder aufgeregt wie... Wie keine Ahnung was. George Best. Dybala. Nein, Mann. Ab ins Aus. 2:1. Noch ist es in Ordnung. 2:2 ist auch noch in Ordnung. 3:2 ist sehr gut. Jetzt einfach den Freistoß reinmachen. Und jetzt wird's weiter in die Dinger reinbullern da. Bei dem Gegner. Batz. Und wieder in die Mitte. Komm, wer ist das? Nein, der muss doch rein, Mann. Ich weiß nicht, wer es da. Ich glaube, Vlasic. Aber sicher bin ich mir nicht. Und zack, guckt euch das an. Ne? Wenn man eine Chance verkackt. Mann, Alter. Ah! Es ist unfassbar, Alter. 5:9.
Ich mach noch ein Spiel, Leute. Ich sag euch es, wie es wirklich einfach ist. Das war eben ein komisch formulierter Satz, ich weiß. Ich mach noch ein Spiel. Ich mach jetzt noch ein Spiel, ey. Und wenn ihr mir jetzt wieder einen Gegner reinbullert, der einfach jede Chance macht wie... Die Gegner spielen wahrscheinlich im Schlaf hier und besiegen mich. 122er Gegner. 97er Keeper, Zidane am Start hier. Duell auf Augenhöhe, das ist doch schon mal gut. Er hat aber trotzdem, ja, er hat trotzdem die besseren Chancen, weil er halt 240 Chemistry hat. Absolut belastend, Mann. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Dybalski macht ihn. Und Rolit muss den Freistoß auch verwandeln. Verwandeln, wandeln, 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 wandeln. Ab nach unten, George Best. Mach ihn doch, jawohl. 3-0, 3-1. Jetzt einfach, jetzt weiterhin die Chancen reinmachen. Und dann sieht es doch gut aus. Dann sieht es doch gut aus, Kollegen. 4-1. 4-1, 4-2, komm nach unten. George Best, 5-2. Abfahrt, Rullet. Rullet, du kannst auch mal ein Türchen machen. Jawohl, genau so. Das war jetzt mal gut von unserem neuen Spieler da im Mittelfeld. 7-4. Komm, 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 komm. George Best, George Best. Ab in die Mitte. Dybala. 8-5. Komm, George Best, George Best. Der muss... Ja, nein, der geht an die Latte. Der gibt dann auch nicht. Mann. Und 8-7. Ach, guckt euch an, ey. Guckt euch das an. Alter. Ja, danke. Und, Rullet, bitte, 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 Rullet. Rullet, danke schön, Mann. Danke, und ich gewinne. Ich mach 10 Tore. Danke. Faust in die Facecam. Das war, glaube ich, eine etwas längere Folge. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ich alles noch rausschneiden werde. Leute, ich bedanke mich fürs Duschen. Das soll es gewesen sein für die heutige 20 Uhr Folge. Ich habe jetzt schon wieder geschwitzt. Ich muss erstmal eine Dusche jetzt nehmen und einen beim Griechen bestellen, Leute. Haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüssi.